Raumschiff Enterprise gehört seit 45 Jahren zu den erfolgreichsten Marken der Film- und Fernsehgeschichte. Und die Fans, die pflegen mit äußerster Hingabe den Kult. Übrigens auch hier bei uns in Deutschland. Fixiert ja erstmal den Punkt, wo er sie am besten angreifen kann. Ein ganz normaler Fernsehabend in Deutschland? Na, nicht ganz. Was Heike und Jens Lindemann da schauen, kennen sie in- und auswendig. Und trotzdem tun sie es immer und immer wieder. Nummer 1, setzen Sie Kurs auf die neutrale Zone. Die beiden sind felsenfeste Fans von Star Trek, daheim und in fernen Parallelwelten. Das Faszinierende ist die Science Fiction, dass es eine Zukunftsvision ist, die eine gesellschaftliche Utopie beinhaltet. Zum Beispiel, dass es gibt eine ganz explizite Stelle, wo Picard sagt, wir Menschen im 24. Jahrhundert haben das Geld abgeschafft. Wir arbeiten dafür, um uns selber zu vervollständigen und damit die ganze Menschheit. Und das ist eigentlich die Utopie von Star Trek. Das ist das, was uns daran so fasziniert. Ich bin 48. Ich bin eigentlich Diplom-Kauffrau und arbeite seit 1997 im Buchhandel. Ein Hobbyraum in Berlin. Für Heike und Jens der Ort ihrer Verwandlung zur Halbklingonin und zum Trill. Ich bin 47 Jahre alt und bin Versicherungsfachangestellter. Ich habe so einen Spitznamen da weg bei mir auf Arbeit. Ich bin Spacey. Furchtbar. Ja, aber wie gesagt, ansonsten finden Sie das schon sehr amüsant. So, wir nehmen die Szene 6. Er hat alles was zu sagen. Ja, du hast ja viel zu sagen, oh, wie immer. Ohne Brille. Willkommen auf der Kommandobrücke der USS Kayla. Herr Regisseur. Proben für einen Fanfilm, den sie drehen wollen. Raumschiff und Geschichten selbst erdacht, Kulissen und Requisiten selbst gebaut, ihr Paralleluniversum selbst mit Leben gefüllt. Können wir eins dieser Energiefelder gefahrlos untersuchen? In wenigen Minuten haben wir unsere Endposition erreicht. Commander Kell, auf die Brücke! Mr. Logan, wir werden ihn begleiten. Wir machen es nicht so, dass wir schon bestehende Fernsehfolgen nachspielen. Das wäre Unsinn. Das können die im Fernsehen viel besser. Wir haben es so gemacht, dass wir uns ein eigenes Paralleluniversum geschaffen haben mit eigenen Figuren. Also diese Figuren mit den Namen und mit den Biografien gibt es im Star Trek-Universum nicht. Danke. Commander Gore, stellen Sie Verbindung her zu New Hope. Aye, Sir. Kommunikation steht. Seit Jahren leben sie ihr Star Trek-Fieber aus nach Herzenslust. Sie bauen, basteln, lassen Fantasien wirklich werden. Das sind teilweise übernommen von Original-Star Trek-Anzeigen. Und ich habe die dann halt passend für die Station am Rechner dann zusammengepuzzelt. Was macht denn mehr Spaß, spielen oder basteln? Beides. Gibt Zeiten dafür und gibt Zeiten dafür. Ob Klingone, Vulkanier, Mensch oder halb und halb, so extraterrestrisch sie auch scheinen, so irdisch doch die anderen Teile ihrer Doppelleben. Ich bin ausgebildet als Bürokraft, Rettungssanitäter und Informatiker. Hat auch was damit zu tun, weil ich im normalen Polizist bin. Gelernter Friseur. Und im Moment als Hallenwart beim Sportamt Köpenick tätig. Sternzeit, Sonntagmittag, eine Woche später. Entfernung zum Berliner Hobbyraum 0,00019667 Lichtsekunden, also 49 Kilometer. Wir befinden uns in einer der größten Star Trek-Ausstellungen der Welt. Die Brücke der Enterprise im originalgetreuen Profi-Nachbau. Captain auf der Brücke.
Bericht von den Stationen. Hier im Filmpark Babelsberg laden unsere Star Trek-Fans die Besucher zum Rollenspiel und Jens Lindemann kann seine Kommandeursqualitäten so richtig ausleben. Das geht schneller. Wie viele Stunden geben Sie mir? Naja, 2. Machen wir 12 draus, dann klappt's. Wunderbar, danke. Ich war mal bei der Armee gewesen. Also, und da hat man das schon gelernt damals. Und das habe ich im Prinzip jetzt hier übernommen. Es macht mir Spaß. Was macht daran Spaß? Ach, einfach Leute zu führen. Zu führen, ihnen zu zeigen und gleichzeitig, sagen wir, auch diesen Befehlston. Das ist irgendwo, habe ich mir schon immer angeeignet und den habe ich eben auch hier drauf. Ne way it much at long, co, but my shidens, toi, killes, puk, lot, toi, puk, pek, puk, 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 puk. Essen möchte der Klingone? Und wir dachten, in solch ferner Zukunft hätte sich Essen längst erübrigt. Einige sagen, wir haben eine kleine Macke. Aber die Tatsache ist eben, jeder hat seine kleine Macke. Der eine sammelt Briefmarken, der nächste geht zu jedem Film, der ins Kino kommt. Irgendeine kleine Macke muss jeder haben. Die Ausstellung verlassen unsere Trekkies ganz stilecht. Nach Hause aber geht's dann doch fast bürgerlich.